Ja, Herr Kardinal Marx, bei der Vollversammlung waren Ehe und Familie wichtige Themen. Welche Impulse nehmen Sie denn jetzt mit zur Bischofssynode nach Rom? Ja, wir haben in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, auch beim Dialogprojekt war das ein Thema, nicht nur das Thema Wiedervereint Geschiedene. Und deswegen bin ich froh, dass die Bischofskonferenz ein größeres Wort zur Ehe und Familie sagen will, auch im Zusammenhang mit den beiden Synoden, und dass wir uns da auch ins Gespräch hineinbegeben wollen mit den Gläubigen und mit dem, was in den Bistümern läuft. Also es gibt einen großen Impuls, dass wir für die Synode mit Offenheit hineingehen und dass die Synode nicht jetzt schon vorausgesagt werden kann. Das Ergebnis ist ganz klar. Es werden ja Beratungen sein. Der Papst entscheidet letztlich. Die beiden Synoden sind ein Prozess, eine Dynamik. Er will eine Dynamik. Der Papst will ein offenes Gespräch. Und das Thema der Wiedervereint Geschiedene ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das einzige Thema. Sie haben sich mit der kirchlichen Statistik beschäftigt, Austrittszahlen, Gottesdienstbesucher, Taufen, was alles mit drin ist. Wie reagieren Sie auf diese Zahlen? Naja, die Kirchenaustrittszahlen sind natürlich keine erfreuliche Geschichte, das ist klar. Aber ich bin immer der Meinung gewesen, wir müssen sie einordnen in einen größeren Kontext. Und das geschieht leider zu wenig. Alles konzentriert sich nur auf diese eine Zahl. Etwa wie viele Menschen gefirmt werden, wie viele getauft werden, was in den Vereinen passiert. All das wird oft nicht wahrgenommen. Und es wird nicht grundsätzlich gesehen, dass wir in einer Gesellschaft der Freiheit leben, einer offenen Gesellschaft, wo zum ersten Mal überhaupt, ja, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte fast alle sich frei entscheiden können, welche Religion, welche Meinung, welche politische Partei, welchen Lebensstil, welche sexuelle Orientierung. Also es ist eine solche Fülle an Möglichkeiten da. Und im Grunde muss man das ja begrüßen. Ich begrüße ja eine freie und offene Gesellschaft. Und da müssen wir vielleicht auch damit leben, dass Menschen in Freiheit stärker auch davon Gebrauch machen, zu sagen, das gefällt mir nicht und dann mache ich nicht mehr mit. Das ist schwieriger für uns, eine lebenslange Bindung an eine Gemeinschaft auch wirklich zu erreichen. Das ist unsere Aufgabe, in unserer Arbeit deutlich zu machen, wenn du im kirchlichen Leben mittust, wenn du dabei bist, hilft das deinem Leben auf, gibt das deinem Leben eine Qualität, einen neuen Schwung, ein neues Licht, eine Quelle der Kraft. Das ist unsere Aufgabe. Wir können die Situation der Gesellschaft nicht einfach ändern mit ein paar Maßnahmen, aber wir können unsere Arbeit so verbessern, dass Menschen zumindest sagen, starke Truppe, gute Leute, da möchte ich eigentlich dabei sein. Gibt es eine Nachfrage dazu? Gibt es da schon Konzepte, wie Sie die Menschen begeistern wollen? Weil Sie spielen jetzt in einem riesen Pool von Angeboten, wie Sie es eben genannt haben, mit. Wie wollen Sie sich da besser positionieren und die Menschen für sich begeistern? Naja, der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist ja nicht der Oberboss eines Unternehmens, der Tagesbefehle bis in die Pfarrei hineingeben kann. Das ist ja nur auf der Ebene der Pfarrei und der Bistümer möglich. Da kann die Deutsche Bischofskonferenz Impulse geben. Ich kann selber in meinen Predigten, in meiner Verkündigung, in den Vorschlägen, die ich mache, also eine solche Stimmung, eine solche Ermutigung geben. Aber die Arbeit muss vor Ort erfolgen. Und es ist ja auch in vielen Diözesen die Diskussion darüber, wie wir heute evangelisieren. Man muss den Menschen nah sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich bei den größeren pastoralen Räumen haben wir jetzt die Diskussion, wie kann man größere pastorale Räume haben, ohne die Nähe vor Ort zu vergessen. Ohne Nähe zu den Menschen vor Ort geht es überhaupt nicht. Und deswegen haben wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht während der Bischofskonferenz, wie ist das Zueinander von Priestern und Laien, wie kann Ermutigung erfolgen für alle Gläubigen, das Evangelium auch zu bezeugen. Sie haben auch über die Situation im Irak gesprochen. Welche Botschaft geht von der Bischofskonferenz zum einen an die bedrängten Christen, die auf der Flucht sind, aus? Und welche Botschaft geht von hier auch an die Terrormiliz ISIS aus? Ja, die Terrormiliz wird sich wenig scheren um das, was die Deutsche Bischofskonferenz sagt, nicht? Da ist eher die Botschaft an die politisch Verantwortlichen, ihr müsst mithelfen, dass diese schreckliche Situation beendet wird und dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben oder auch in sie zurückkehren können. Und den Christen kann ich nur sagen, wir bleiben im Gebet verbunden. Wir können das Problem nicht lösen, aber wir lassen euch nicht allein. Das gilt für die, die hierher kommen. Das gilt für die, die in viel größerer Zahl in ihren Ländern oder Nachbarländern bleiben. Und deswegen wollen wir eine Sonderkollekte auch abhalten und deutlich machen, dass wir sie nicht im Stich lassen.